Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Mario Kart 8. In unserem letzten Part haben wir die 2000 Punkte erreicht und heute sind wir wieder auf Missionsziel, Punkte auf jeden Fall plus zu machen. Ich habe auch die Kritik bekommen, dein Controller ist immer ein bisschen zu laut. Da kann ich leider nichts dafür. Ich halte das Gamepad halt fast unter das Mikrofon. Das Mikrofon halt auf den beiden Seiten, kann man da reinsprechen. Und auf der einen spreche ich halt rein, auf der anderen liegt dann das Gamepad. Ich werde trotzdem achten darauf, dass da meine Kopfhörer nicht zu laut sind und ich trotzdem noch das Knacken dann nicht so laut höre. Es tut mir auf jeden Fall leid. Cool, ich habe ein Item bekommen. Ich bin hier der einzigste Deutsche. Auch diese schöne Strecke hier wird gespielt. Die gefällt mir sehr schön. Ich mag die Strecke so. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken mit von den neuen. Die ist cool gemacht, cool designt, ja. Und ich werde gucken, dass ich bei den Driften nicht so hart drifte. Ich meine, wir sind hier nicht bei Super Nintendo, ne? Controller. Oh, ich muss mich jetzt auch erstmal wieder ans Spiel gewöhnen. Lange, fuck. Das war schon mal gut. Nee, ich wollte sagen, lange habe ich nicht mehr Let's Played. Ein paar Tage. Auch eben erst von der Schule gekommen. Jetzt noch hier diese Fahrt aufnehmen. Danach nehme ich noch einen New Super Mario Bros. U Part auf. Der schon einen Tag heute vorher kam. Ich habe auch ein Thema, das werde ich aber erst im nächsten Rennen ansprechen. Ich hatte doch auch einen roten Panzer. Wo ist der hin? Was? Nee! Ich habe null Münzen! Müsst ihr mich doch nicht... Geht's noch? Spiel? Bin ich behindert? Wieso bin ich heute so schlecht? Mann! Es geht doch nicht. Es geht auf keine Kuhhaut hier. Wie scheiße, wie kratzend. Zeigt mal wieder, wie gut ich dieses Spiel spielen kann. Nämlich gar nicht. Ja, die Pflanze nervt schon ein bisschen, ne? Bei Gravitation, wenn man dann sich so einen Turbo-Boost, Mini-Turbo-Boost holen kann, kann man sich ja dann gar nicht mehr holen. Ja, okay, sind wir fünf, da können wir vielleicht noch ein bisschen Pluspunkte machen. Wenn wir jetzt lang haben. Wenn keine roten Panzer kommen, das war richtig dumm von mir, aber egal. Upsi. Hier fahre ich mal lieber nicht direkt hinter ihm, weil es könnte sein, dass er gleich sein Item abwerft. Oder auch nicht. Uiuiuiui. Sind wir schon Zweiter, vor uns ist ein fetter Wario. Deswegen habe ich jetzt Angst, dass wir hier irgendwie getroffen werden. Jawohl! Wie viel Glück ich einfach schon wieder habe. Wenn wir jetzt Erster werden, im nächsten Rennen spreche ich dann mein Thema an. Was Ferien ist und warum Lehrer manche, sie kaputt machen. So, jetzt müssen wir aber noch bis alle ins Ziel kommen. Das sind noch zwei. Beziehungsweise einer von denen muss ins Ziel kommen. Die sind ziemlich weit hinten. Okay. So. Nächstes ran. Was sind Ferien? Ferien sind eine Auszeit für Schüler, das ins Leben berufen wurde, damit man mal eine Pause von dem alltäglichen Leben hat, beziehungsweise nicht von dem alltäglichen Leben, von dem Schulalltag, damit man nicht jeden Tag in die Schule gehen muss. Die Sommerferien sind ja ganz verständlich. Und in Deutschland haben dann die Wissenschaftler herausgefunden, das Gehirn braucht alle 6 Wochen circa eine Pause. Fuck. Eine Pause. Also haben sie es so konzipiert, sich so einfallen lassen, dass alle 6 Monate als eine Pause gibt, beziehungsweise so Ferien, die sich dann von meist von 1 bis 2 Wochen verstrecken und dann halt in den großen Sachen Winter und Sommer halt längere Ferien. Ja. Dafür wurden die entworfen. Und die sollten halt Schülern eine Auszeit von der Schule geben. Das heißt, man am besten wäre es immer gewesen, wenn man nichts für die Schule hätte tun müssen oder mal nur chillen muss. Aber irgendwann kam dann auf die Idee, wir wollen ja nicht, dass die Schüler nur vom Faul sitzen. Also geben die Lehrer immer schön Hausaufgaben auf. Und das ist eine Sache, die konnte unser ehemaliger Chemielehrer, ich möchte den Namen jetzt nicht aussprechen, auch nicht verstehen. Die Ferien wurden dafür konzipiert, damit die Schüler Auszeit haben. Wieso muss man dann, den Schülern in den Ferien Hausaufgaben aufgeben? Oder zum Beispiel, jetzt ist bei uns so, wir schreiben eine Versuchsvergleichsarbeit nach den Ferien. Für die müssen wir jetzt lernen in den Ferien. Und dann zählt es nur als Testnote. Das ist dann erst richtig scheiße. Und das verstehe ich halt nicht. Und das finde ich halt richtig kacke.
Natürlich ist schon verständlich, dass man halt ab und zu mal vielleicht in den Ferien jetzt auch mal in den Hefter guckt, aber man sollte halt nicht zu viel aufrachen. Es gibt ja so Leute, die dann sagen, ja, du machst jetzt über die Ferien diesen Kurzvortrag und diesen Kurzvortrag und diesen Kurzvortrag und noch diese zweistündige Hausaufgabe, noch schreibst noch diesen Aufsatz und diesen Aufsatz und diesen Aufsatz. Das ist einfach zu übertrieben und ich finde, dafür wurden Ferien auch nicht konzipiert. Bei mir ist es so, ich chill in den kompletten Ferien was und in den letzten Tagen fange ich dann erst mich wieder ein, auf die Schule zu bestimmen in den letzten Tagen, weil ich brauche in den Ferien wirklich eine Auszeit und gelingt es mir natürlich. Das gelingt mir durch Videospiele natürlich und das finde ich ziemlich cool. Ja, und ich finde halt, Ferien ist schon eine gute Erfindung und sie haben sie auch gut eingesetzt. Plus, was manche Lehrer aus den Ferien gestalten und dann wundern sie sich, warum die Schüler keine Motivation im Unterricht oder sonst was zeigen. Und dass jetzt eine Rosalina vor uns ist, das geht auch natürlich nicht. Das ist für mich unbeschreiblich. Wieso? Wieso? Kann man hier noch ein Blauer kommen, damit die Rosalina weg ist? Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, wären wir wenigstens erfolgreicher Zweiter. Ich könnte jetzt versuchen. Oh, schade. Da ist es oben ans Schild geklemmt. So. Eine schöne Strecke übrigens. Ist mir gerade so aufgefallen. Und im letzten Rennen frage ich euch dann auch noch was. Jetzt könnt ihr erstmal, ich habe dann noch eine Frage an euch, die ihr dann mir gerne in den Kommentaren beantworten würdet, wenn ihr mit interagieren wollt. Das würde ich dann im nächsten Video auch einziehen, also in der nächsten Woche, Mario Kart, würde ich das einziehen, die Kommentare. Deswegen finde ich das so cool, könnt ihr mal mitmachen. Wie findet ihr das? Schreibt das dann auch mal in die Kommentare. Aber erst im nächsten Rennen, beziehungsweise im übernächsten. Nur noch Japaner und ich. Habe ich da eine Chance? Nicht wirklich, oder? 3, 2, 1. Auf der schönsten Strecke aller Zeiten, Vulkankrollen. Ich wollte doch Disco tun. Vulkankrollen, Disco tun und noch irgendeine andere Strecke zu landen aus All. Und wieso kommt dann ausgerechnet diese Strecke an? Mann. Wahrscheinlich, weil die Japaner sich denken, hier können wir cheaten, hier können wir skillen und können wir alles machen. Ja. Leider wurde hier der Shortcut ja gefixt. Hier gab es ja einen Bug. Oh, jetzt würde ich hier so gerne. Jawohl! Dann wieder ausrasten. Uiuiui, das war nicht so gut. Aber noch stehe ich gut da hier, ne? Okay, das war jetzt Kacke von mir. Jetzt muss ich hoffen, dass irgendeiner von denen mal runterfällt, aber ich schlag mich gut. Wir sind zu 9, also 8 Japaner, dann bin ich. Ist der dritte Platz noch gut? Wieso bekomme ich 3 Bananen? Wieso? Was bringen mir denn bitte schon 3 Bananen an dieser Stelle? Jawohl! Aber leider wurde ich auch getroffen. Schön. Schön, schön. Also im nächsten Rennen frage ich euch dann noch was, was ihr mir dann gerne mal beantworten könnt und in die Kommentare schreiben könnt. Dann würde ich gerne, ups, das war jetzt richtig fail, Mario Kart so zu ein bisschen interaktiver gestalten halt. Ihr schreibt einen Kommentar zu dem Thema, über das ich geredet habe. Und ja, die greife ich dann vielleicht noch in der nächsten Folge auf, wenn dafür genug Zeit ist. Eigentlich müsste ja genug Zeit sein, weil ich ja immer hier immer, wie zum Beispiel in diesem Rennen, jetzt fast gar nichts behandle. Und jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was reißen. Die Frage ist, ob wir das schaffen. Auf dieser Kackstrecke. Oder nicht. Ne. Fick hin. Also wahrscheinlich nicht. Glaube ich jetzt, würde ich sagen. Ich würde sagen, spontan nicht. Okay, ich würde sagen, spontan vielleicht doch noch. Alter, wie weit sind die denn vorne? Ja, geil, eine Bombe. Die hatte ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben, Mario Kart. In meinem kompletten Leben, Mario Kart, hatte ich die noch nie. Natürlich wurde er nicht getroffen. Och, Mann, das ist unfair. Och, Mann. Naja, Dritter geht immer noch. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im nächsten Rennen wieder.
wo ich dann das nochmal ein wenig erkläre. Ich bin auch schon mal gespannt, welche Strecke das dann wert wird. Jetzt müssen die alle noch ins Ziel kommen. Das dauert halt immer eine Weile, ne? So. Und dann jetzt das letzte Rennen. Wie läuft das interaktive Mario Kart 8 ab? Ich stelle euch eine Frage oder sage, ihr sollt eure Meinung schreiben, wie zum Beispiel in diesem Fall. Ups, mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Wie in diesem Fall. Und wir haben schon eine Münze. Lol. Sehe ich das erstmal. Findet ihr, dass die Ferien gut sind in Deutschland? Oder würdet ihr erst auch so haben wollen, dass wir so wie in Amerika im Sommer wie viele Monate Ferien haben? 3 und dann dafür dazwischen halt nur selten Feiertage und sonst eigentlich die ganze Zeit Schulzeit. Das würde mich interessieren. Ich finde das immer noch ein bisschen unfair, weil manche lieben ja halt den Winter, manche den Sommer, wie zum Beispiel ich ein Winterkind. Ich bin ein Winterkind wegen, erstens habe ich im Herbst Geburtstag, zweitens feiere ich Silvester und Weihnachten richtig, also Weihnachten jetzt nicht so, aber Silvester feiere ich halt richtig und alleine das sagt schon, dass es hier der geilste Tag im Jahr ist und so und ich feiere da halt das viel geiler. Also was gefällt euch, wer gefallen, so wie die Ferien jetzt sind, also ich finde so alle 6 Wochen ist viel besser, weil ich könnte jetzt nicht ein Dreivierteljahr durchpowern und dann 3 Monate Pause machen. Außerdem finde ich die 3 Monate Pause sind auch ein bisschen zu lange, also 3 Monate Ferien. Ich meine, ich bin eher so in der Familie, so die dann eine Woche wegfährt und so und 3 Monate. Natürlich ist cool, 3 Monate mit Freunden treffen, aber man muss sich dann auch mehr wieder umstellen nach den 3 Monaten. Das ist auch kacke. Also schreibt da eure Meinung nach diesem Part oder am besten jetzt auch gleich in dem Part. Am besten aber nach diesem Part in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr Glück habt, seid ihr dann auch in der nächsten Folge dabei. Also, ja. Ich würde das auf jeden Fall nochmal ansprechen. Das ist jetzt unfair. Aber es kennen wir ja nicht anders. Natürlich. Oh. Und natürlich wurde der Erste nicht getroffen. Oder doch? Ach man, was soll ich jetzt machen? Jetzt muss ich noch auf dem roten Paar offen. Oder dass die vorne sich selbst ausschalten. Weil sonst habe ich einfach keine Chance mehr. Oder so. Oder ich muss hoffen, dass die so ausgeschalten werden. Genau. Mit der Piranha-Pflanze sind wir jetzt schneller unterwegs hier. Einen haben wir schon mal ausgeschalten, aber jetzt kommt noch hier der zweite. Den wollen wir natürlich auch noch ausschalten. Nämlich mit noch einer Piranha-Pflanze, ne? Schade. Komm, Piranha-Pflanze, reiß es für uns. Ja, schön. Zweiter Platz. Also schreibt da eure Meinung in die Kommentare. Dann seid ihr vielleicht mal dabei im nächsten Part. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder bei einem neuen Video, einem Energy Drink Test, wo ich meinen ersten Energy Drink trinke. Ist auf jeden Fall richtig geil geworden. Schaut da rein. Sonntag auf meinen Kanal. Oder ihr guckt halt mal die alten Mario Kart 8 Folgen oder andere Let's Plays von mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon fürs Ansehen. Wir warten noch, bis hier die letzten ins Ziel kommen. Sind ja hauptsächlich alles Japaner. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Mario Kart 8 Online am nächsten Samstag. Bis dann und ciao!